Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr habt ja schon im Winter von mir ein Video über die Winterkollektion von Wet About It bekommen. Und ja, jetzt ist es soweit, jetzt steht die Frühlingskollektion an und ich habe mir drei tolle Teile ausgesucht, die ich euch jetzt gerne im Folgenden zeigen möchte. Und zwar fangen wir einfach mal mit dem T-Shirt an, also mit dem Oberteil, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist es dieses hier. Das ist so ein schönes Gelb. Hier hat man nochmal so einen weißen Absatz. Ich mag es ja, also jeder, der meine Videos schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich es nicht so mag, wenn Vince fast ausschließlich blau trägt. Deswegen bin ich froh, wenn ich auch mal ein paar andere Farben kriegen kann. Und deswegen jetzt hier dieses Gelbe. Ich habe die Größe 86 genommen. So, und dann haben wir noch zwei Hosen. Und die sind mega, mega, mega. Also es sind kurze Hosen schon. Und da haben wir zum einen diese hier. Mit so aufgesetzten Taschen nochmal und so tollen Abnähern. Auch hier habe ich die Größe 86 genommen. Genau. Und mein Highlight dieser Lieferung ist diese Hose. Oh mein Gott. Ich liebe das Muster total. Das ist total mein Stil. Die Hose würde ich selber auch anziehen. Und das liebe ich so, wenn ich Vince Klamotten anziehen kann, die mir super gut gefallen, die ich selber tragen würde. Und diese Hose gehört dazu. Die kann man entweder so lang tragen, also ist natürlich auch eine kurze Hose, oder dann nochmal ein bisschen weiter nach oben krempeln. Das finde ich ganz praktisch, wenn wir in den Kindergarten früh dann fahren, ist es früh noch ein bisschen kühler. Da kann man die so lang tragen und dann Nachmittag kann man die so schön hochkrempeln. Auch das ist Größe 86, da mache ich mir im Sommer noch keine Gedanken, dass das nicht mehr passen sollte, weil in der Länge hat man ja hier keine Sorgen und obenrum haben wir ja eher das Problem, dass Hosen rutschen. Als dass sie zu eng wären. Hier gibt es natürlich auch diese tollen verstellbaren Gummidinger, wo man die Weite noch ein bisschen einstellen kann. Also absolut gar kein Problem. Ja, im letzten Video habe ich es ja dann so gemacht, dass ich euch noch ein paar Szenen eingeblendet habe, wie Vince die Sachen getragen hat. Bei den kurzen Sachen, bei den kurzen Hosen würde ich das Ganze mal für im Moment streichen. Weil wir echt noch Minusgrade draußen haben. Aber es macht unglaublich Spaß, schon wieder nach Frühlings- und Sommersachen jetzt zu gucken. Das bringt einen selber in so eine Frühjahrsstimmung. Jedenfalls die Hosen werdet ihr dann sicherlich mal in einem Follow Me Around sehen. Oder vielleicht mache ich auch dann nochmal ein Outfit-Video im Sommer. Aber was ich euch zeigen kann, ist dieses T-Shirt natürlich mit einer Jacke oder einem langen Body drunter. Kann er das jetzt schon super gut tragen. Und da werde ich euch jetzt im Folgenden einfach noch ein paar Szenen von ihm einblenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Seite von Wet About It verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Ich bin wie immer sehr, sehr glücklich mit den Sachen. Die Wintersachen, die ich damals mir aussuchen durfte, die trägt er immer noch. Ich bin immer noch total überzeugt von der Qualität. Manche Sachen, die man so kauft, da sieht man dann schon, wenn man die ein paar Mal gewaschen hat, dann wird es so krischelig und die Farbe bleicht aus. Und das ist bei den Sachen von Wet About It wirklich gar nicht so. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Ihr habt ein paar Anregungen bekommen, was es im Moment in der Frühjahrskollektion bei Wet About It zu erstehen gibt. Stöbert da doch mal. Für Mädchen gibt es auch ganz, ganz süße Sachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!